Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem etwas anderem Thema. Man erkennt es vielleicht schon auf meinem Logo mit den eisernen Kreuzen auf dem Wappen und dem KI und dem Wuchtgeschoss im Hintergrund, das man in der Bundeswehr KE für kinetische Energie nennt, dass ich vielleicht mal auf dem Kampfpanzer Leopard 2A6 eingesetzt war. Und genau genommen war ich etwa 10 Jahre Kraftfahrer auf dem Kampfpanzer Leopard 2A6 und ganz kurz auch mal auf dem Leopard 2A6M. Und da ich von allen Seiten über die Jahre hinweg immer wieder gefragt wurde, auf Waffen schauen, Bekannte, Verwandte, andere Soldaten, Polizisten, wie fährt sich so ein Panzer oder wie fährt sich der Leopard 2, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal ein Video dazu mit einer kleinen Aufnahme, die ich noch habe. Wann und wo die entstanden ist, will ich nicht sagen. Es ist aber nicht in Deutschland, ist auch kein deutscher Truppenübungsplatz. Ja, das muss jetzt erstmal reichen. Immer wenn irgendwas kommentiert werden muss, oder wenn ich meine, dass etwas kommentiert werden muss, dann werde ich mal kurz einhaken, das erklären. Man sieht hier, es geht ein bisschen stockend voran. Das liegt daran, dass die langsamen vorausfahren. Und das ist in diesem Fall in der Kolonne SPZ, also Schützenpanzer Marder. Und die sind im Gelände natürlich nicht ganz so schnell unterwegs. Zum einen, weil ihnen die Leistung fehlt, aber zum anderen auch, weil natürlich da noch hinten Leute drin sitzen. Und wenn der Fahrer fährt wie eine gesenkte Sau, dann wirbelt es die hinten schön durch die Gegend. Hier sieht man eine Problematik. Es sind sehr, sehr enge Kurven mit sehr viel Sand und Dreck. Das ist vor allem ein Problem, wenn die Kette nicht richtig gespannt ist. Und der Panzer vor mir hat sehr, sehr lose Ketten. Und da kann es sein, das nennt man dann die Kette schmeißen. Das haben aber andere Kampfpanzer auch, also das ist jetzt kein Fehler vom Leopard 2. Das habe ich auch schon von Franzosen mit ihrem Leclerc mitbekommen. Und beim Abrams ist es genauso möglich. Das liegt einfach daran, der Antriebszahnkranz ist ja ganz hinten. Und wenn man dann fährt, dann wird die Kette praktisch von unten unterhalb des Antriebszahnkranzes gezogen und nach oben gedrückt. Und wenn sie nach oben gedrückt wird, dann nach oben und vorne, dann steigt die da praktisch auf. Und wenn dann in so engen Kurven mit viel Schmutz, also viel Sand und Dreck und dann noch zu loser Kettenspannung eingelenkt wird, dann kommt die Kette einfach runter vom Zahnkranz. Dann knallt es ein paar Mal. Das kann man ein bis, also so nach meiner Erfahrung, so ein bis drei Mal kann es knallen, dann ist es gut. Bei vier wird es schon kritisch und bei fünf sollte dann eigentlich die Kette schon herunter sein vom Zahnkranz. Das gilt vor allem in erster Linie für die kurveninnere Kette. Und da muss der Fahrer dann eben schnell reagieren und die Lenkung wieder aufmachen, bevor die Kette ganz runtergesprungen ist. Man sieht hier auch sehr schön in der Mitte der Spur, wie praktisch die Wanne des Panzers schön diesen Morast glatt zieht. Und der Leopard hat so 50, 55 cm Bodenfreiheit. Also könnt ihr euch schon vorstellen, wie tief eigentlich hier diese Schlammlöcher sind, aber das ist trotzdem noch recht humanes Gelände, würde ich sagen. Also da bin ich schon wesentlich schlechteres gefahren. Das Quietschen, das man hier gerade gehört hat und immer noch hört, das sind fast immer die Drehstäbe. Wenn die arbeiten, dann quietschen die bei einigen Panzern gerne mal so. Man muss sich ja
überlegen, dass da knapp über 60 Tonnen bewegt werden. Und dann ja, gibt es diese Quietschgeräusche. Es passiert aber auch, also es kommt auch, wenn die Kette zum Beispiel knallt, dann hört man das teilweise auch so quietschen. Lenken tut man den Kampfpanzer Leopard 2 ja ganz normal mit dem Lenkrad. Also das ist nicht so wie bei ja, alten amerikanischen Panzern, dass man da zwei Hebel hat, oder wie bei russischen bzw. sowjetischen Panzern, die dann mit einer Lenkbremse funktionieren, dass einfach eine Kette abgebremst wird. Ich mag hier nicht zu sehr auf technische Details eingehen, will ich nicht, darf ich nicht, aber man lenkt praktisch durch Drehzahlunterschiede, dass sozusagen von der einen Kette 10% Drehzahl weggenommen wird und dann auf die andere Kette aufgeschlagen wird und dann hat man halt 20% Differenz zueinander. Hier kann man mal beachten, wenn ich jetzt hier gleich diese Wellen fahre, wie ich hier Gas gebe. Man kann da nämlich viel von diesem Kippmoment rausnehmen des Kampfpanzers. Und zwar, es ist wie beim leistungsstarken PKW mit Heckantrieb. Wenn man Gas gibt, dann hebt es den vorne aus. Das hat man, kann man öfters mal an Ampeln oder so beobachten. Und so ist es auch mit dem Leopard. Der Kipppunkt ist natürlich so ziemlich mittig. Ist also eigentlich recht schön ausbalanciert. Und kurz bevor der Panzer unten eintaucht, gebe ich dann nochmal kurz Vollgas. Einfach, dass er, bevor die Front praktisch einschlägt unten in der Mulde, dass ich ein bisschen was von diesem Impact rausnehme. Das hat besonders, wenn man im Gefecht fährt, ist es einfach angenehmer, weil der Richtschütze ist ja mit seinem Kopf in der Optik drin und der muss sich da teilweise richtig reinpressen bei schwerem Gelände, und um den ein bisschen, um das ein bisschen angenehmer zu machen, um den auch ein bisschen zu schützen, weil der kann da wirklich einen Cut zwischen den Augenbrauen bekommen, fährt man zum Beispiel ja, mit diesem wechselnden Gas. Es gibt dann auch noch so eine Art Wedeln vorwärts. Das heißt, ja, man fährt praktisch leicht schräg in so eine Welle rein. Und bevor dann dieser Kippmoment kommt, gibt man dann noch eine ruckartige Lenkbewegung. Und dann nimmt man zum einen dieses Kippmoment von vorne nach hinten ein bisschen raus. Und zum anderen wird es ein bisschen umgewandelt in eine seitliche Bewegung, was ein bisschen angenehmer ist. Und ja, so fährt man dann, indem man permanent so ein bisschen mit dem Gas spielt, je nach ja, Bodenwellen. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ich aus dem Loch wieder rausfahre und die Wanne nach unten kippt, wieder bevor sie ja, praktisch einschlägt, gebe ich nochmal Gas, damit dieser Impact ein bisschen abgefedert wird. Ja, für die, die es noch nicht gewusst haben, angetrieben wird der Leopard 2 durch einen V12 Motor, Diesel, mit zwei Abgasturboladern und einem Hubraum von 47,6 Litern. Man hat vier Vorwärtsgänge und zwei Rückwärtsgänge, das heißt, man kann auch ordentlich schnell rückwärts fahren. Bei vielen der sowjetischen Panzern ist es ja so, dass die bloß 5 bis 10 km/h rückwärts schaffen an Geschwindigkeit. Und das ist nach der deutschen Doktrin praktisch ja, völliger Wahnsinn, weil dann muss ich ja meine schwächer gepanzerte Seite, also mein Heck, dem Feind zudrehen, wenn ich schnell weg will. Und zum anderen fahre ich dann mit meiner Front auf die eigenen Leute zu. Und wenn die nicht erkennen, dass das ein Leopard 2 ist, dann schießen die ja auf uns. Also aus unserer Sicht, was die Russen da teilweise in der Ukraine veranstalten, ist von A bis Z ziemlicher Wahnsinn. Und ist natürlich auch technisch bedingt, aber dass die da noch keine Änderungen gemacht haben, ist einfach unverständlich.
was mir am Anfang besonders schwer gefallen ist, nachdem ich meinen Führerschein hatte und auch immer wieder, wenn ich länger nicht mehr auf Übung war oder länger nicht mehr gefahren bin, das Einschätzen der Kurven. Und zwar ist ja die Sache, dass man den Wendepunkt in der Mitte der Kette hat. Und der Panzer ist ja insgesamt, wenn der Turm vorne ist, 10,97 Meter lang. Also sitzt man recht weit vorne und weiter hinten wird gelenkt. Das ist ein bisschen wie ja, beim LKW, wo man ja auch auf oder vor der gelenkten Achse sitzt, muss man praktisch ewig weit in die Kurve reinfahren, dass man schon das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr und dann lenkt man erst ein. Und noch dazu kommt, man kann durch die Lenkbewegung lenken, also einfach am Lenkrad drehen, und ich kann auch durchs Gas lenken. Das heißt, ich habe ja das vorhin erklärt mit den Drehzahlunterschieden. Je mehr ich Gas gebe, desto mehr Drehzahlunterschied kann entstehen. Das heißt, ich kann zum einen ja, lenken durch die Lenkbewegung und ich kann aber auch mit dem Gaspedal lenken. Und dazu kommt noch, je nachdem welcher Gang geschalten ist, verändert sich der Kurvenradius. Also das ist recht komplex als, ja, als Fahranfänger, würde ich mal sagen. Könnte hier theoretisch natürlich noch viel schneller fahren, vor allem wenn die, ja, der Weg ein bisschen breiter wäre, wenn es einfach eine offene Fläche wäre, dann könnte man da richtig Dampf geben. Man kann da von den Einschlägen wirklich extrem viel rausnehmen durch Fahrtechnik, aber wenn man da wirklich den Panzer, nicht den Panzer, oder das Fahrzeug so am Limit bewegt, dass es für die Besatzung noch erträglich ist, dann ist es wirklich extrem anstrengend. Also man kann das wirklich vergleichen. Ich bin da mal im Hochsommer, ja, das war praktisch Knallgas über eine größere Strecke. Da haben wir ein kleines Rennen innerhalb des Zuges gemacht. Und da, ja, man kann sich das vorstellen, als würde man auf einer mittelbefahrenen Autobahn wirklich 220, 240, 260 schnell fahren. Diese Art von Konzentration ist notwendig. Wenn man da 10 Minuten so fährt oder 15 Minuten, dann ist man danach wirklich ja, geistig erschöpft. Und es ist auch tatsächlich anstrengend, wenn man da so einen Übungsplatz hat mit ein, zwei Wochen oder teilweise eine Übung, wo man 4 Tage durchgängig unterwegs ist. Das Längste, was ich zum Beispiel nur auf dem Fahrerplatz gesessen bin, also ohne überhaupt rauszukommen aus dem Panzer. Das waren, glaube ich, 17 Stunden oder 19 Stunden. Und ja, man fährt teilweise endlos lange, steht dann wieder endlos lange und dann fährt man wieder ewig. Das ist tatsächlich nicht körperlich anstrengend, aber tatsächlich geistig recht ermüdend. Das Pfeifen, das man immer zwischendurch mal hört, das sind die Abgasturbolader. Noch eine kleine Anekdote. Mich hat auch mal ein Essekaler gefragt, wie es so ist, einen Leopard zu fahren. Da habe ich ihm auch gesagt, naja, ganz normal halt. Bisschen extremer als Autofahren. Da hat er gelacht und gesagt, ja, wenn er bei ihnen mit den Piloten redet, dann sagen die auch, ja, es ist eigentlich wie Busfahren. Und das sieht man halt, wie ein Menschengewohnheitstier ist. Also für euch ist das wahrscheinlich was Besonderes, aber für mich ist das halt einfach, naja, setzt dich rein und fährst halt ohne höheren Puls oder sowas. Oder vielleicht steigt mal die Vorfreude, wenn man länger nicht mehr gefahren ist, vor einem Übungsplatz an ein bisschen, aber ansonsten ist es einfach, ja, man fährt halt.
noch zum Schalten. Also im Prinzip, man hat nur Gas und Bremse, also wie beim Automatikauto, und einen Gangwahlhebel. Da kann man dann halt verschiedene Gänge einlegen, wird aber dann teilweise je nach Gang auch ein bisschen überstimmt, sage ich es mal. Man kann auch Automatik fahren und dann ja, schaltet der Panzer komplett von alleine. Aber hier in so einem Gelände würde ich sagen, meistens zweiter Gang, vielleicht dritter Gang. Noch was Allgemeines zum Leopard 2. Ich bin der Meinung, wenn die Bundeswehr den Leopard 2 A8 bekommt und das wirklich alles so funktioniert, wie es angegeben ist, auch mit diesem Trophy-System gegen Lenkflugkörper, dann bin ich davon überzeugt, dass der Leopard 2 wieder der beste Kampfpanzer der Welt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas anderes dem das Wasser reichen kann. Obwohl ich das sagen muss, dass mich der Leclerc schon stark beeindruckt hat von den Franzosen. Ist jetzt natürlich nur meine kleine beschränkte, eingefärbte Sicht. Und ich hatte ja auch nicht so viel Kontakt mit den anderen Kampfpanzern. Ich habe halt mal eine Stunde oder so von Besatzungsmitgliedern vom Abrams, von Amerikanern, den Abrams vorgestellt bekommen. Konnte da meine Fragen stellen. Und ich habe dasselbe auch mit dem Leclerc bei den Franzosen machen können. Was ich jetzt aber doch noch erzählen möchte, oder was mir tatsächlich ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist, dass das Material der Bundeswehr nicht per se schlecht ist. Also ich habe auf Übungen von anderen NATO-Ländern ja, an Schützenpanzern mehr Ausfälle gesehen wie bei Mardern zum Beispiel. Und das habe ich mit vielen Sachen gesehen. Ich habe auch das amerikanische Sturmgewehr mal geschossen und da hatte ich halt gleich auf den ersten 15 Schuss 5 Störungen, 7 Störungen und mir kam, da ich ja privat das ein oder andere AR-15 besitze, made in Germany, ja, das ist die Handwaffen, die haben, das wirkt wirklich wie Spielzeug, diese AR-15, überhaupt keine Qualität, einfach runtergeruppt und aber von Haus aus schon von minderer Qualität. Das heißt, ja, es sieht vielleicht nicht gut aus mit der Ausrüstung von der Bundeswehr, aber bei anderen Ländern sieht es auch nicht besser aus. Die Amerikaner haben halt zum Beispiel den einzigen Vorteil, die haben halt so unendlich viel, das ist halt egal, wenn 30% nicht funktionieren, weil die halt ja immer mit, selbst mit 50% noch mehr haben als jede andere Nation. Ich habe dann von den Amerikanern noch ein anderes AR-15 in die Hand gedrückt bekommen und das hat störungsfrei dann geschossen und war auch ausreichend präzise. Das Maschinengewehr M240 Bravo konnte ich auch noch schießen. Das hat mich schon beeindruckt. Das schießt zwar relativ langsam, aber man kann tatsächlich auf Kimme und Korn auf 600 Meter mit 2-3 Schuss Mannziele gezielt bekämpfen. So, dann kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Durchlesen tue ich mir auf jeden Fall alles. Und ja, dann sehen, hören und riechen wir uns beim nächsten Video.